Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 8. Dezember. Heute haben wir dabei Uber, Baidu, Twitter, Airbnb und Google Stadia. Beginnen tun wir mit Uber. Die sind ja nicht nur ein Fahrdienst oder ein Lieferdienst, die haben ja auch schon früh in Technologie investiert und mit autonomen Fahren getestet und entwickelt. Dafür gibt es intern die Abteilung Uber ATG, A steht wahrscheinlich für autonom, und die wird jetzt verkauft. Ja, aber nicht für Cash, sondern für Anteile, und zwar für Anteile an Aurora Innovations. Das ist ein Startup aus Silicon Valley, welches, also ich weiß gar nicht, ob es aus Silicon Valley sind, aber egal, sagt man ja mal sofort, welches sich eigentlich nur aufs autonome Fahren konzentriert hat. Und die übernehmen jetzt Uber ATG. Geben dafür kein Geld, sondern Anteile an ihrer Firma, an Uber, und damit sind die da jetzt beteiligt mit, glaube ich, 13,8% sind das dann. Schöne Sache. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und wenn wir schon beim Thema autonomes Fahren sind, gucken wir gleich mal rüber nach China, denn dort hat Baidu, das ist ja das Google von China, um es mal so vereinfacht zu sagen. Die machen genauso wie Google bei uns in China halt eben auch ganz viele andere Sachen, außer nur ihre Suchmaschine. Unter anderem machen die halt da auch ein Robotaxi, ein autonomes Taxi, oft immer noch mit dem Fahrer an Bord, der in Notfällen eingreifen kann, der dann nicht fährt, also das Auto fährt, der passt nur auf. Die haben jetzt in Peking die Zulassung bekommen für Baidu Apollo mit ihren komplett autonomen fahrenden Autos. Also ohne einen Fahrer, der Sicherheit verspricht, können die Dinger ganz alleine fahren. Also im Prinzip auch leer. Und dafür gibt es gerade in Peking auch hohe Hürden. Die hat Baidu Apollo dann genommen und dann können sie jetzt da demnächst rumfahren. Ist auf jeden Fall spannend. Ganz anderes Thema Twitter. Da dachten viele Nutzer, dass sie aktuell vielleicht einen Bug haben, denn sie bekommen viel Werbung vorgesetzt, also promoted Tweets und teilweise jeden zweiten Tweet. Und nee, das ist kein Bug. Das ist leider pure Wirklichkeit. Twitter hat gesagt, das ist so gewollt. Und sie testen halt ein bisschen und gucken mal, was so passiert. Ja, viel Spaß. Ich glaube, wenn man sich so bei Twitter die Reaktion drauf anguckt, da sind nicht viele begeistert. Das Werbeprodukt von Twitter ist ja jetzt auch nicht unbedingt das allerbeste. Von daher wird die Qualität auch nicht so toll sein. Und wenn man die dann ständig vorgesetzt bekommt, echt jeder zweite Tweet ist schon hart. Guti. Was auch hart ist, ist halt in den schlechten Zeiten bei Naturkatastrophen wie ein Hurricane, aber jetzt auch vielleicht im Winter zur Corona-Zeit, dass viele Menschen eine Unterkunft brauchen und sprich eine Notunterkunft suchen. Und da hat Airbnb in der Vergangenheit auch schon agiert und hat das halt auch auf ihrer Plattform angeboten. Und jetzt wurde das formalisiert in eine eigene Non-Profit-Organisation und die könnt ihr dann über airbnb.org erreichen, also nicht mehr .com, sondern .org. Und da geht es dann ganz konkret wirklich um Notunterkünfte für Arbeiter, Leute, die evakuiert worden sind, Flüchtlinge, ganz vieles. Finde ich eine gute Sache. Könnt ihr euch ja mal angucken. Auch wenn ihr es nicht braucht, könnt ihr vielleicht beisteuern mit irgendwas. Und letztes Thema für heute, Google Stadia. Je nachdem, wie ihr euren Podcatcher eingerichtet habt, habt ihr schon vom Poughkeepsie eine Sonderfolge hier im Daily bekommen mit Breaking News. Denn der hat sich natürlich gefreut. In der Schweiz ist jetzt auch Stadia am Start, aber nicht nur in der Schweiz, sondern in 8 europäischen Ländern. Und zwar in Österreich, Schweiz, der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, Portugal, Rumänien und der Slowakei. Kann jetzt auch gespielt werden. Insgesamt ist Stadia jetzt in 22 Ländern verfügbar und wird hart gepusht von Google, kann man nichts sagen. Und das war's auch schon mit den News für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Dienstag, bleibt positiv. Ja, und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.